Hallöchen. Hi. Dies ist wieder ein weiteres Video zu unserer Fastenreihe, die wir im Hinblick auf unser Fastenretreat im November machen. Und heute geht es ums Fastenbrechen. Ein wichtiger Moment während des Fastens. This is a true love. This is a true love. My life, this is a true love. Hey yo, this is a true love. Ja, und du wolltest ja mal deine Erfahrung dazu schildern, wie es am Anfang nicht geht, wie du gemerkt hast, dass das wirklich wichtig ist. Genau. Ja, genau. Also ich habe es auch schon in dem, wo wir unsere persönliche Geschichte erzählt haben. Falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du da auch nochmal die ausführliche Variante anhören. Jetzt so die Kurzversion, also mit Anfang 20, also jetzt vor fast 20 Jahren, habe ich so dieses typische Fasten, irgendwie ich war Allesesserin und zweimal im Jahr halt so macht man ja da so ein Fasten, ne? Und das habe ich halt auch gemacht und dann war ich aber einmal in so einer ganz schwierigen Lebenssituation, wo viel drunter und drüber ging. Ich war in einer Trennungsphase und habe da halt auch gefastet und habe irgendwie gemerkt, also ich hatte während des Fastens halt so ein schönes, leichtes Gefühl und habe dann beim Fastenbrechen, also als ich wieder angefangen habe zu essen, habe ich gemerkt, ich möchte dieses leichte Gefühl nicht missen und habe halt dann nur noch ganz, also so Salate und ganz leichte Sachen gegessen, um da einfach das weiterzumachen und habe dadurch aber so stark abgenommen, dass ich quasi, mein Freund hatte dann damals gesagt, Kathi, du verschwindest, ja. Und da habe ich das halt dann erst kapiert, was da eigentlich passiert. Ich bin dann auch dadurch zum Heilpraktiker gekommen und hatte echt, brauchte dann echt Unterstützung, um wieder quasi meinen Weg zu finden. Und da habe ich einfach begriffen dann, dass dieser Schritt mit dem Wiederanfangen sehr wichtig ist, aber das soll dir jetzt keine Angst machen, sondern einfach nur, falls du dich gewundert hast, dass bei unserem Angebot oder bei dem Fasten, was wir halt veranstalten im November, da haben wir halt 3 Aufbautage, weil wir halt gemerkt haben, das ist wirklich der entscheidende Moment, weil wir ja auch das Retreat dazu nutzen oder anregen möchten, danach gesünder weiterzuleben. Ja, nicht wie ich das damals gemacht habe, halt dann wieder ganz normal Fleisch zu essen, was ich halt damals noch gemacht habe, sondern halt wirklich einen Schritt weiter zu gehen und gesünder dich danach zu ernähren. Ja, und da für dieses Aufbauen einfach dann sich Unterstützung zu holen und bei dem Retreat einfach das gemeinsam in der Gruppe zu machen. Genau. Und sich, ja, wir werden uns dann auch halt über das Fastenbrechen unterhalten und schauen, was man da für Möglichkeiten hat. Und es ist eben wichtig, gerade bei längeren Fasten jetzt, wenn man kürzer fastet, dann ist es noch nicht so relevant, aber umso länger gerade die Zeit wird, dann ist es umso wichtiger, so was man in der ersten Mahlzeit zu sich nimmt. Und das ist eben auch ganz individuell, also wenn man von einer Allesesser Fleischkost, gekochte Nahrung kommt, dann ist es was ganz anderes, wenn das das erste Fasten auch noch ist, als wenn jetzt jemand schon länger mal auch kleine Fasten hatte und irgendwie schon den Körper ein bisschen gereinigt hat oder auch schon länger vegan oder Rohkost isst oder integriert hat, genau, oder einfach vollwertiger sich ernährt hat, dann ist es was anderes, als wenn jemand, der sein Leben lang halt Chips gegessen hat, so das erste Mal fastet. Und dann ist es wirklich sehr individuell, wie man das Fasten da bricht, was für eine Menge und auch mit was für Lebensmitteln. Genau, da isst man dann nicht gleich Früchte, so wenn das dann das erste längere Fasten ist danach, genau. Ja, und weil es halt so individuell ist, ist es halt dann schön, sich da wirklich zu beraten und da auch so auf sein Körpergefühl zu hören und vielleicht sich auch mit den anderen auszutauschen, was da halt dann ja für dich genau das Richtige ist. Genau. Ja. Auch soweit, ja, war's das, ne? Ja, dann, wie gesagt, alle Anmeldeinformationen findest du unten in der Infobox, falls du Lust bekommen hast, dein erstes Fasten oder auch dein x-tes Fasten mit uns gemeinsam zu erleben, zu erfahren und im Austausch zu sein. In der schönen Natur, wir haben ein tolles Haus gemietet. In der Rhön. Ja, im Zentrum Deutschlands, so dass der Fahrtweg für alle irgendwie möglichst kurz ist. Und ja, wir haben ja jetzt auch schon das Sommerretreat gehabt, was sehr, sehr schön war zum Thema Meditation und haben einfach gemerkt, ja, das ist total toll, sich zusammenzutun und auszutauschen. Genau. Und deswegen... Das ist auch sehr bestärkend einfach in der Gruppe. Wir waren jetzt 11 Mann und es war wirklich schön, sich da auch über die Ernährung auszutauschen, obwohl wir jetzt einen Meditationsretreat gemacht haben. Genau. Ja. Da nimmt man unglaublich viel mit. Ja. Ansonsten? Klickt auch mal die anderen Videos an, wenn ihr da Interesse daran habt aus der Fastenserie. Und dann bis zum nächsten Video. Genau, oder im November. Ja. Bis dann. Ciao.